Meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Herr Dr. Hellwig, im Grunde ist das Wesentliche ja schon gesagt worden von Ihnen, sodass ich mich kurz fassen könnte. Ich fasse mich aber auch tatsächlich angesichts des riesigen Problems, zu dem ich hier freundlicherweise eingeladen worden bin, vergleichsweise kurz, nämlich an einem kurzen Abend. Die Rede vom Atheismus zunächst einmal ist eine vieldeutige. Schon vom Wort her, nicht Gottglaube oder so etwas, und Theismus noch dazu im Sinn von einem Gott, an dem man normalerweise einen einzigen Gott denkt. Diese Rede stützt sich, Herr Dr. Hellwig hat kurz darauf Bezug genommen, vor allem in der Neuzeit auf die Aufklärung und die Folgen, findet dann einen Fels, wie es heißt, des Atheismus in einer Passage aus Büchners Stück Dantons Tod, darauf werden wir ganz kurz später kommen, und schließlich Ausdruck bei Dostojewski und bei Camus, also in der Literatur, sodann aber natürlich auch in der Kritik und Religionskritik des 19. und 20. Jahrhunderts. Ich möchte, damit es kein Kreuzworträtsel wird, also wie es hinausgeht, sozusagen man noch nicht weiß, ich möchte zunächst Ihnen versuchen klarzumachen, was an dem modernen Atheismus, nämlich dem erst neuzeitlich, dann modernen, unterschieden ist, etwa zu griechischen oder mittelalterlichen Atheismen, die es sehr wohl auch gab. Also worin liegt überhaupt der Witz sozusagen der neuen Herausforderung und nicht dies, sozusagen der Gedanke der reinen Wiederholung alter Einwände gegen die mögliche Existenz Gottes von antiken Autoren begonnen und bis in die Gegenwart vorgetragen. Wo liegt sozusagen, wenn man so reden darf, der Stachel des neuzeitlichen und modernen Atheismus? Das versuche ich als erstes zu zeigen. Sodann versuche ich zu zeigen, so gut ich es natürlich kann, wie dieses Hauptargument des modernen Atheismus, nämlich wie kann ein unendlich guter Gott Leid und unverschuldetes Leid zulassen, das sogenannte Theodizee-Problem, was man dazu sagen kann. Ich mache eine Zwischenbemerkung, die eher scherzhaft ist, aber die mir auf der Fahrt kam. Im Grunde ist, also wenn man sieht, wie Leute Auto fahren, meine ich damit, im Grunde ist das Theodizee-Problem nicht das Problem eines unendlich guten Gottes und des existierenden Leides, sondern Gott ist ja auch unendlich weise, denkt man. Wie kann er dann sowas wie den Menschen geschaffen haben? Also nicht die Güte gegen das Leid, sondern eigentlich die Weisheit gegen die Dummheit. Aber naja, also das wäre mal andernorts zu verfolgen. Wie dem also auch sei. Der Gegensatz, der sich im Theodizee-Problem aufbaut, was dazu zu sagen ist, und also wie man ihn schärfen kann und was dazu zu sagen ist, und schlussendlich keineswegs als Rechtfertigung christlicher oder theologischer Vorstellungen, doch eine kurze Bemerkung über eine gewisse logische Schwierigkeit, um nicht zu sagen Schwäche, dieses neuzeitlichen Atheismus. Welche Folgen man dann daraus zieht, ist eine andere Frage. Zunächst, was ist das Neue an dieser Form von Atheismus? Das Christentum ist, Sie haben es auch schon angedeutet, vor allem in der Zeit der Aufklärung und nach der Aufklärung in eine gewisse Kritik geraten. Wie ist dieses nun auch denkbar? Der Theologe Pannenberg hat dazu, ein bekannter und berühmter evangelischer Theologe, hat dazu als Herausforderung sehr trefflich formuliert. Ich zitiere: Das Christentum ist in unserer Welt nicht mehr selbstverständlich. Viele empfinden die christlichen Kirchen heute als Relikte einer sonst versunkenen Vergangenheit. Hat sich also die Moderne vom Christentum gelöst, oder ist das christliche Erbe in verborgener Weise immer noch konstitutiv für die anscheinend so gänzlich säkulare Lebensform der sogenannten westlichen Welt? Wäre nun die Neuzeit als eine Art Aufstand gegen ihre christliche Vorgeschichte zu beurteilen, dann wäre es kaum vollziehbar, auf dem Boden der neuzeitlichen Welt aufrichtig ein Christ zu sein. Er hält sich darin in gewisser Hinsicht an die religionskritischen Herausforderungen Nietzsches, für den das Christentum und dessen Theologie eine überkommene und abgetane Gestalt des abendländischen Denkens ist. Nietzsche hält dem Christentum vor, die Welt in eine wahre und eine scheinbare
zu unterteilen, sei es in der Art des Christentums selbst, sei es in der Art auch Immanuel Kants. Dieses ist ein Symptom des niedergehenden Lebens. Zitat Ende. So begreift Nietzsche das Christentum als eben eine abgetane und überkommene Gestalt, dessen Entlarvung folglich die Abschaffung dieses Christentums und vor allem dieses Gottes zur Folge haben muss. Das Subjekt dieses Christentums, Gott, ist tot. Und wie der, wie es heißt, tolle Mensch ausruft, Zitat, haben wir noch nichts von dem Lärm der Totengräber gehört, welche Gott begraben. Riechen wir noch nichts von der göttlichen Verwesung. Auch Götter verwesen. Gott ist tot, Gott bleibt tot. Und wir haben ihn getötet. Wie trösten wir uns die Mörder aller Mörder? Man erzählt dann noch, dass der tolle Mensch desselbigen Tages in verschiedene Kirchen eingedrungen sei und darin sein Requiem Aeternam Deo, also für den ewigen Gott, angestimmt habe. Hinausgeführt und zur Rede gesetzt, habe er immer nur dies entgegnet. Was sind denn diese Kirchen noch, wenn sie nicht Gräber und Grabmäler Gottes sind? Zitat Ende. Was also bleibt dem Christentum angesichts dieser Herausforderung der abendländischen Geistesgeschichte und auch der Denkgeschichte? Angesichts der Herausforderung vor allem auch der politischen Geschichte, etwa des Abendlandes, von anderen Weltgegenden ganz zu schweigen. Wie kann man an einen gütigen, an einen christlichen Gott glauben, einen, der sich selbst opfernd für uns dahingegeben habe zum Heil und zum Frieden der Menschheit, wenn dieser Friede der Menschheit und deren Heil, wie man im 20. Jahrhundert und gerade auf deutschem Boden gut bemerken konnte, keineswegs eingetreten ist? Wie kann man einen solchen Glauben eigentlich rechtfertigen, angesichts, auch Herr Dr. Helbig hat es angesprochen, des unermesslichen Leids, zunächst mal Erfahrungsebene, des unermesslichen Leids vieler unschuldiger Menschen, Kreaturen vielleicht überhaupt, auch der Tiere, und wie kann man, nebenher gesagt, einen solchen Glauben, wir bleiben nur beim Christentum, biblischen Glauben begründen, angesichts der Evolutionstheorien, angesichts moderner astrophysischer, physikalischer Erkenntnisse, etc., etc.? Ist also ein solcher Glaube, dass ein Gott sich personal inkarniert habe in einen Wanderprediger in Palästina, der dann an einer römischen Besatzungsintrige scheiterte, ist dieser Glaube denn überhaupt entfernt sinnvoll? Und was also soll dieser Glaube bewirken? Welche Hoffnung, der Sie auch sprachen, welche Hoffnung soll er denn hervorbringen? Den Ausgleich der Gerechtigkeit vielleicht? Dass die Guten nach dem Tod belohnt, die Bösen nach dem Tod bestraft werden, wenn es in der Welt schon nicht möglich ist? Und warum, wenn es denn so wäre, werden diese Belohnungen und Bestrafungen von diesem Herrn der Welt, der dieses offensichtlich ja können soll, nicht schon in dieser Welt vorgenommen? Warum dieser Umweg und dieses Verschieben? All dieses scheint nicht eben gerade geeignet zu sein, einen Glauben an einen Gott verständlich und vernünftig vortragen zu dürfen. Ich habe es nicht so genau hingehört, muss ich zu meiner Schande sagen. Ich sage sicherheitshalber etwas noch. Ich bin Mitglied einer katholisch-theologischen Fakultät und möchte es auch bleiben. Also nicht, dass Sie meinen, ich würde, wie soll ich mal sagen, der anderen Sache zustimmend das Wort reden. Also, wie kann eben all dies sein? Solche Herausforderungen sind in gewisser Hinsicht alt, ich sagte es schon, und zwar bereits seit der Antike bekannt. Schon bei Homer gibt es eine schöne Stelle, wo sich die Götter beschweren, indem sie sagen, von uns also sagen die Menschen, komme alles Böse oder alles Übel, während sie es doch selbst sind, die durch Überschreitung des Maßes, Hybris, dieses Übel und Schlechte auf sich ziehen. Das mag sein und ist in griechischen Tragödien und Dramen vielfach bezeugt. Der Gedanke der Hybris und die danach folgende sozusagen Katastrophe des jeweiligen Titelhelden. Aber wie lassen die Götter dieses zu und warum tun sie es? Dies scheint, und darauf ist erstens hinzuweisen, einen sogenannten Widerspruch, und zwar einen Selbstwiderspruch zu implizieren.
wenn die Götter, nochmals gesagt, oder Gott die Macht haben oder Gott die Macht hat, einzugreifen und Leiden und Selbstüberschätzung der Menschen zum Nachteil anderer zu verhindern, warum tut er es nicht? Diese Herausforderung ist alt. Wie gesagt, das ist alt. Also wieso geht's hier so zu, wenn es unendlich gute Götter gibt oder einen unendlich guten Gott? Wie kann es hier so zugehen? Diese Herausforderung wird in der mittelalterlichen Theologie geschärft durch eine logische Problematik. Das ist sozusagen, ich sage es vereinfacht, absichtlich, in der Antike ist es eine Erfahrungsproblematik. Also ich erfahre, dass es Menschen schlecht geht, die unschuldig leiden, Hiob etwa, Erfahrung auch im jüdischen Bereich. Ich erfahre das und finde keine Lösung dafür, zunächst zumindest. In der mittelalterlichen Tradition, in der Folge allerdings auch des aristotelischen Denkens und dessen Aufkommen wiederum in der Scholastik, wird dieser Gegensatz logisch zugespitzt. Thomas von Aquin in der Summe der Theologie stellt sich selbst eine Herausforderung, nämlich bei der berühmten Stelle in der Summe der Theologie, die auf die berühmten fünf Wege, Gott zu demonstrieren, die Quinque Vie, als Herausforderung hinweisen soll. Die erste dieser Herausforderungen lautet, dass es Gott nicht geben könne, und zwar aus logischen Gründen. Wenn nämlich von zwei Gegenteilen, das eine unbegrenzt ist, kann das andere nicht existieren. Und was er damit sagen will, ich sage es ihm ganz einfach, wenn Sie sozusagen Gegenteiliges haben, ein endliches hier, ein endliches da, also einen vollen Maßkrug, einen leeren Maßkrug oder irgend sowas, dann haben Sie zwei endliche Größen gegeneinander. Wenn Sie einen Gegensatz haben, wo die eine Seite unendlich ist, nämlich Gott, unendlich gut sei Gott, dann dürfte auf der anderen Seite nichts mehr Gegenteiliges sein. Denn wenn ich das Wort anders nehme, es steht halt unendlich da, unbegrenzt, wenn Gott unbegrenzt gut ist, kann es nichts Schlechtes geben. Weil sonst ist er ja begrenzt gegen das Schlechte. Wenn ich aber sage, er ist unbegrenzt gut, kann es die andere Seite des Schlechten eigentlich nicht geben. Ein logisches Problem plötzlich. Nicht plötzlich, das nehme ich zurück. Ein logisches Problem wird hier in der Schärfe formuliert. Es scheint also so, dass nicht nur aus Erfahrungsgründen Antike, also dass wir sehen, dass Menschen unschuldig leiden und das erfahren und mit ihnen leiden oder selber leiden, sondern dass aus logischen Gründen Gott eigentlich nicht existieren kann. Das ist also, wie gesagt, nichts allzu Neues. Thomas löst dieses logische Problem gleichsam mit einer Handbewegung. Wir werden nachher darauf zurückkommen. Logisch ist das Problem lösbar. Wir werden sehen, wie. Logisch. Das neuere Denken nun, das kann man vor der Aufklärung mit Descartes, dem Philosophen Descartes, beginnen lassen, etwa, aber auch meinetwegen mit Luther etwas früher. Descartes ist 1596 bis 1650, Luther bekanntermaßen knapp 100 Jahre früher. Das moderne Denken und neuzeitliche und damit moderne Denken gibt der Sache nun eine entscheidende Wendung. Nimmt nämlich Erfahrung und Logik in eins. Nicht getrennt, sondern in eins, und zwar durch einen sehr einfachen, ins Nachhinein einfachen Gedankengang. Dieser findet sich in der Tat bei Descartes. Der Gedankengang zielt darauf, ein sicheres Wissen zu begründen. Was kann ich eigentlich sicher wissen? Dass es einen Gott gibt, erfahrungsmäßig, oder Götter, altes Griechenland sozusagen, erfahrungsmäßig, die solches Leiden zulassen, das scheint dem Wissen nicht mehr sicher begründbar. Es scheint auch in gewisser Hinsicht in der mittelalterlichen Tradition die Möglichkeit zu geben, zunächst einen solchen Gott zu bezweifeln, auch wenn man später durch Thomas etwa widerlegt werde. Aber die Möglichkeit, einen solchen Gott anzunehmen und diesen zu bezweifeln, die gibt's. Wenn nun Descartes die Sicherheit alles Wissens, jetzt kommt ein kurzes bisschen was Philosophisches, aber das man kann es auch überschlafen. Wenn also Descartes die Möglichkeit, etwas zu bezweifeln, bereits als Begründung nimmt,
ein solches bezweifeltes nicht als sicheres Wissen zu nehmen. Also allein die Möglichkeit, nicht ob es sinnvoll ist, ob es jetzt sinnvoll ist zu bezweifeln, dass Sie da sitzen, mich anschauen, darüber kann man lang reden. Aber die Möglichkeit, es zu bezweifeln, gibt es. Also ich träume oder irgend sowas. Wenn ich allein diese Möglichkeit als Begründung nehme, dass da den Inhalt, der da als möglich hingestellt wird, nicht als sicheres Wissen zu nehmen, dann muss für ein sicheres Wissen etwas gefunden werden, was unmöglich zu bezweifeln ist. Und hier tut Descartes etwas im Anhalt an Augustinus, weshalb es die Theologen der Sorbonne auch nicht gleich bemerkten, was da geschieht, weil sie Theologen oft ein bisschen später erst merken, was geschieht. Nicht immer, nicht immer. So tut Descartes Folgendes. Er variiert einen Gedankengang, der sich bei Augustinus in der Schrift über den freien Willen findet. Er variiert ihn und verschärft ihn, und zwar entscheidend. Bei Augustinus heißt es, allein die Möglichkeit, etwas zu bezweifeln, reicht nicht aus, sondern es muss sinnvoll sein, den Zweifel durchzuführen, um dann das Bezweifelte als falsch zu nehmen. Bei Descartes, allein die Möglichkeit, etwas zu bezweifeln, muss ausreichen, das Bezweifelte als falsch zu nehmen. Ein minimaler Unterschied, aber ein gewaltiger. Wenn also allein die Möglichkeit, etwas zu bezweifeln, sicheres Wissen verhindert, dann muss das sichere Wissen etwas sein, was vollkommen unbezweifelbar ist. Nun kann man aber, wie Descartes zeigt, sehr leicht an jeder sinnlichen Erkenntnis zweifeln, weil man sich darin auch schon oft einmal getäuscht hat. Also man versieht sich, man verguckt sich. Und diejenigen, die in meiner jetzigen Universitätsheimatstadt Freiburg das dortige Bier trinken, verschmecken sich auch, weil sie nämlich denken, das sei gut. Also, man kann sich irren in der sinnlichen Erkenntnis. Das ist banal, das ist ganz normal. Man kann sich aber auch in der intellektuellen Erkenntnis, ja selbst in der Mathematik, irren. Man kann sich verrechnen. Man kann überhaupt feststellen, dass mathematische, etwa die euklidischen Gesetze der Mathematik, dass mathematische Gesetze nur im eingeschränkten Geltungsbereich und nicht allgemein mehr gültig sind und so weiter. Sodass also auch die Mathematik, ja sogar die Mathematik, kein sicheres Wissen liefert. Ebenso alle anderen Wissenschaften. Bleiben Philosophie und Theologie. Das Wissen von Gott etwa. Nun ist es aber möglich, an der Existenz Gottes zu zweifeln, denn die Schrift gibt diese Möglichkeit selbst. Mal zwischendurch gesagt, Descartes lebt, nochmal gesagt, 1596 bis 1650. 1600 wird Giordano Bruno in Rom hingerichtet. Es war also im wahrsten Sinn des Wortes etwas brenzlig, sich Gedanken darüber zu machen, ob Gott existiert oder nicht, sozusagen in freier Weise. Aber die Möglichkeit zu denken, dass er nicht existiert, die kann man in der Schrift selbst finden und man wird ja wohl aus der Heiligen Schrift zitieren dürfen, Psalm 14,1 folgende, wo es nämlich heißt, es spricht der Unbelehrte in seinem Herzen, es ist kein Gott. Dass die hinterher belehrt wird, ist eine andere Frage. Aber möglich ist damit der Zweifel. Wenn möglich, ist auch das Wissen von Gott nicht absolut mehr sicher. Und um es salopp zu sagen, Descartes setzt noch einen drauf. Descartes war ein außerordentlich, nicht nur genial, was man selten sagen darf von Menschen, aber in dem Fall genialer Mann, sondern ausgesprochen witziger, auch intellektuell witzig. Er setzt nämlich ein zweites drauf, das sogenannte Argument des Deus Malignus, indem er Folgendes sagt. Es ist möglich, an der Existenz Gottes zu zweifeln, weil es die Schrift schon vorgibt. Und zweitens, es ist deswegen möglich, denn wenn, wie die Theologen sagen, Gott allmächtig ist, dann muss er alles können. Wenn er alles können muss, muss er mich auch hinsichtlich seiner eigenen Existenz täuschen können. Kann er es nicht, ist er nicht allmächtig, existiert er nicht. Kann er es, dann täuscht er mich damit und existiert auch nicht. Also ist es möglich, an der Existenz Gottes zu zweifeln. Nicht möglich aber ist es, daran zu zweifeln, dass selbst bei all diesen Zweifelsstufungen ich selbst es bin, der
an diesen Dingen zweifelt. Denn wenn ich dieses bezweifle, bin es wiederum ich. Das hält man zunächst vielleicht einfach für einen sprachlichen Witz, so wie ein witziges Schachspiel oder so ein Karlauer oder sowas. Hat aber kolossale Folgen für den menschlichen Verstand und für das Selbstverständnis menschlicher Urteilsfähigkeit. Wenn es so nämlich ist, dann ist die sicherste Erkenntnis die Erkenntnis meines eigenen Urteilsvermögens. Nämlich, ich kann an allem zweifeln, aber nicht daran, dass ich es bin, der daran zweifelt. Dann ist dieses logische Ich plötzlich an die erste Stelle alles Wissens gerückt. Logisch erste, nicht existenziell, an die logisch erste Stelle. Diese einfach erscheinende Erkenntnis, mit anderen Worten, begründet im Grunde die gesamte neuere Wissenschaft, weil sie das zweifelnde, mithin das denkende Subjekt an die logisch erste Stelle sicheren Wissens setzt. Das bedeutet, der Mensch erscheint auch in der Ausbreitung dessen, worauf er seine Urteile weiter erstrecken kann, das ist der Weg der Philosophie bis Kant, der Mensch erscheint als Herr seiner eigenen Urteile, die er selbst logisch zu besichern weiß. Und damit wird jeder mögliche Gegenstand menschlichen Wissens eben diesem Urteil unterworfen, sodass auch Gott hinsichtlich seiner Existenz nicht mehr Voraussetzung meiner Existenz und meines Urteilens ist, sondern Objekt. Dreht sich um. So wird also auch die Religion, auch Gott, wie gesagt, zum Objekt meines Urteilens. Ich bestimme in der Sicherheit meines Wissens, ob ich der Existenz Gottes meine Zustimmung erteilen will oder nicht. Nicht die Existenz Gottes ist Schöpferin meines Urteilsvermögens, sondern umgekehrt. Dies mündet, Herr Dr. Helbig hat es angesprochen, in die Aufklärung über einige Zwischenüberlegungen. Die Aufklärung, von der Kant in seinem berühmten Aufsatz »Was ist Aufklärung?« Folgendes gesagt hat. Die Schrift ist vielleicht nebenher gesagt, diese berühmte Schrift Kants ist eine Antwort auf einen Aufsatz, den ein Berliner Pastor namens Zöllner in der Berlinischen Monatsschrift 1783 verfasst hat und die ein völlig anderes Thema hat und in der er nebenher die Bemerkung macht, man müsse eigentlich mal überlegen, was Aufklärung ist. Zwei berühmte Leute antworten, Moses Mendelssohn, der jüdische Philosoph, und Kant. Kant beginnt den Aufsatz, was ist Aufklärung, mit den berühmten Worten, Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit, das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Und damit klar ist, was damit gemeint ist, setzt Kant am Ende dieses etwa achtseitigen Aufsatzes dies nochmal ins Deutliche. Das heißt, ich habe den Hauptpunkt der Aufklärung, das ist des Ausgangs des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit, vorzüglich in Religionssachen gesetzt. Zitat Ende. Hier wird nun ganz deutlich, was eigentlich die Grundlage modernen Theismus, also modernen Glaubens meinetwegen, und modernen Unglaubens, genannt Atheismus, sein kann. Nämlich die Selbstbestimmung menschlichen Urteils. Ich selbst beurteile, ohne die Voraussetzung aufzunehmen, was eigentlich hinsichtlich der Existenz oder Nicht-Existenz Gottes zu sagen ist. Es ist nicht die Erfahrung des Leides oder der Gedanke einer logischen Unmöglichkeit, sondern es ist ein ganz anderes, nämlich dass ich selbst in meinem Urteilsvermögen an erster Stelle stehe und deswegen nach meinem Eindruck, sei er erfahren, sei er logisch, sei einfach willkürlich, nach meinem Eindruck urteilen kann, ob ich der Existenz Gottes meine Zustimmung erteile oder nicht. Anders ausgedrückt, der Existenz Gottes kann man nun nach dem Urteil des Verstandes seine Zustimmung geben oder eben aus diesem Urteil des Verstandes sie ablehnen. Kant selbst hat die Existenz Gottes angenommen, wie er sich ausdrückte, als Postulat der reinen Vernunft,
eine Forderung der Vernunft. Und zwar eine Forderung, die maßgeblich darauf basiert, dass Gott gedacht werden müsse für den Ausgleich der Gerechtigkeit nach diesem Leben. Genau das wird in der Religionskritik des 19. Jahrhunderts angegriffen. Nämlich, dass hier eine Verschiebung gewissermaßen sei, also eine Hinausschiebung, dass man sagt, ja, im Jenseits werden die Tränen abgewischt und ähnliches mehr, aber im Diesseits sich daran nichts ändere, dass also dies eine Vertröstungstaktik sei. Eine Verschiebung gewissermaßen auf eine andere und eine eigentlich unbekannte und nur postulierte Ebene. Die Existenz Gottes scheitert, und jetzt eben in Büchners Werk Dantons Tod, maßgeblich an der Einsicht in das menschliche Leid. Meinetwegen, wie gesagt, ins Kreatürliche überhaupt, aber vor allem in das menschliche Leid. Dass Menschen unschuldig leiden, das ist eigentlich das Hauptproblem. Und hier sieht man nun in der Literatur, und ich darf Ihnen das kurz da etwas zitieren aus Dostojewski, dass in der Literatur eben dieses aufgenommen wurde, genau diese Fragestellung. Diese Fragestellung nämlich, wie steht's mit dem unverschuldeten Leid? Könnte man bei uns, weil ich jetzt Sie gerade alle sehe, könnte man bei uns noch sagen, der griechische Gedanke der Hybris, also wir sind selber schuld, wir tun irgendwas, was Leid oder Strafe oder was auf uns herabruft. In dem Sinne könnte man, übrigens auch ein blödsinniger Gedanke nebenher gesagt, aber ich wollte ihn nur mal so stehen lassen, wenn man das also noch sagen, aber nicht denken könnte, so geht das nicht mehr, wenn man an kleine Kinder denkt. Wo soll deren Schuld liegen? Und genau das ist bei Dostojewski, den Brüdern Karamasow, ausgeführt, indem Iwan Karamasow dort sagt, ich zitiere, eigentlich wollte ich mit dir von den Leiden der ganzen Menschheit sprechen, aber es ist besser, wir begnügen uns mit den Leiden der Kinder. Das wird den Umfang meiner Beweisführung ungefähr um das Zehnfache verringern, wenn man eben nicht mehr mit der Selbstschuldthese kommen kann. Daher ist es schon besser, auch logisch, wie auch existenziell, sage ich in Klammern, nur von Kindern zu reden. Ich überspringe etwas. Erstens, Kinder kann man auch in der Nähe lieben, sogar schmutzige oder hässliche. Und zweitens werde ich schon allein deswegen nicht über die Großen reden, weil es bei ihnen, abgesehen davon, dass sie oft abstoßend und der Liebe unwürdig sind, eben um Vergeltung handeln könne. Also sozusagen eine selbst eingetragene Schuld. Überspringen wieder ein paar Zeilen. Die Kleinen aber haben nicht von diesem Apfel, nämlich des Paradieses, gegessen und sie sind vorläufig noch ganz schuldlos. Und wieder, ich überspringe ein paar Zeilen. Höre mich an. Ich habe nur die kleinen Kinder genommen als Beispiele, damit es übersichtlicher sei. Von den übrigen Tränen der Menschen, mit denen die Erde von ihrer Rinde bis zum Mittelpunkt durchdrängt ist, will ich weiter kein Wort reden. Ich habe das Thema absichtlich beschränkt. Ich bin ja nur ein winziges Lebewesen und will sagen, ich kann nicht so weit ausgreifen der Frage, wozu dieses alles eingerichtet ist. Und wieder ein paar Zeilen weiter. Wenn es mit diesen Kindern also so ist, dann danke ich im Voraus für jede höhere Harmonie. Also sozusagen, dass dann Ausgleich mal harmonisch erfolgt oder so. Ist sie, diese Harmonie, doch nicht einmal ein einziges Tränlein eines gequälten Kindes wert, das sich mit den Fäustchen an die kleine Brust schlägt und zu seinem lieben Gott betet? Sie ist es nicht wert, diese Harmonie, denn diese Kindertränen werden niemals gesühnt werden. Sie müssen aber gesühnt werden, sonst gibt es keine Harmonie. Aber wie will man sie sühnen? Ist das überhaupt möglich? Wie kann man das ausgleichen? Was tue ich denn mit einer Rache? Was nützen mir die Höllenqualen für Peiniger? Was kann denn die Hölle hierbei wieder gut machen, wenn das Kindchen schon zu Tode gequält ist? Also mit anderen Worten, was nützt es, wenn der Verbrecher in der Hölle bestraft wird, wenn hier die Leute darunter leiden müssen, die Kinder zumal? Was also ist das für eine Harmonie? Ich will keine Harmonie, fährt Iwan Karamasow fort, und zwar aus Liebe zur Menschheit will ich sie nicht. Und er wird später sagen, ich will deswegen auch keinen Gott. Lieber bleibe ich beim ungesühnten Leiden, lieber rachelos bei meinem ungerechten Leid und in meinem unstillbaren Zorn. Diese Harmonie ist zu teuer eingeschätzt, zu teuer erkauft.
Wenigstens, jetzt kommt ein sehr berühmtes Wort, wenigstens erlaubt es mein Geldbeutel nicht, so viel für den Eintritt in diese Welt zu zahlen. Ich beeile mich, mein Eintrittsbillett zurückzugeben. Denn wenn ich ein ehrlicher Mensch bin, ist es meine Pflicht, dies so bald wie möglich zu tun. Das tue ich denn jetzt auch. Es ist nicht Gott, den ich ablehne. Ich gebe ihm nur die Eintrittskarte in sein Schauspiel zurück. Zitat Ende. Die entscheidende Herausforderung, die hier ausgesprochen wird und in der Folge jetzt menschlichen Denkens, also moderner Atheismus, aufscheint, ist die Rede vom Gegensatz zwischen nämlich der Güte Gottes und dem unendlichen Leid der Menschen, zumal eben auch der Kinder. Dies lässt nicht eben an einen guten und harmonischen Gott glauben und denken. Das Zweite, was dazu kommt, auch schon vorhin kurz angedeutet, ist der Gedanke, dass die moderne Wissenschaft, die sich einem Urteilsvermögen des Menschen unterwirft, auf Gott verzichten kann. Die Evolutionstheorie später dann und manches andere zeigen sehr gut, wie die Welt und wie die Arten zustande kamen. Und als berühmtes Beispiel, als der Physiker Laplace seinem damaligen höchsten Dienstherrn, nämlich Napoleon, die ersten beiden Bände seiner Untersuchungen über die Himmelskörper übergab und Napoleon nebensächlich und nebenher so fragte, wo denn Gott darin vorkomme, hat Laplace den berühmten Satz gesprochen, Sire, diese Hypothese habe ich nicht nötig. Ich habe keinen Bedarf daran oder so, wie man es immer übersetzen will. Ich habe keinen Bedarf an einer Vorstellung von Gott, so spricht der moderne Mensch. Ich brauche ihn nicht. Und jetzt kommt das, worauf ich Sie hinführen wollte, wenn auch vielleicht ein bisschen schwierig und vielleicht zu akademisch. Es ist nicht nur so, dass für mich als meiner selbstbestimmten Urteilskraft Gott nicht sein kann, Selbstwiderspruch zwischen unendlicher Güte und Schlechtigkeit der Welt, dazu werde ich Ihnen etwas gleich sagen, kann nämlich schon, wie das geht, sondern es ist so, dass ich einen solchen Gott nicht brauche. Und das ist der moderne Atheismus. Der moderne Atheismus, auch in seinen maßgeblichen Vertretern, die es tatsächlich gibt, der moderne Atheismus spricht nicht mehr mittelalterlich von der Herausforderung der Selbstwidersprüchlichkeit, der unendlichen Güte Gottes und menschlichen Leides. Spricht nicht mehr davon, dass wir hier Leid erfahren und wie das vielleicht zustande kommt, immer in Bezug auf Gott, sondern spricht davon, dass sich die Vorstellung von Gott für ein Existieren hier in der Welt leben und einen geglückten Lebensvollzug überhaupt nicht brauche. Denn eine Hoffnung, von der Kant und übrigens auch Dr. Helbig eben vorhin gerade sprachen, eine Hoffnung bezieht sich ja letztlich auf ein sogenanntes Jenseits. Würde dieses vorhanden sein, was also nehmen wir an, das gäbe es alles doch, dann tue ich mir keinen Schaden, wenn ich mich hier so verhalte, als gäbe es dieses nicht. Und im Übrigen, wenn jetzt berühmter atheistischer Vorwurf auch gegen Religionen, im Übrigen, wenn es zum Ausgleich der Gerechtigkeit in einer anderen Welt kommt, wenn unser Trost sich darauf richten darf, dann ist sehr fraglich, ob ein soziales Engagement in dieser Welt eigentlich überhaupt erforderlich ist. Weil es wird ja am Ende sowieso im Jenseits alles gut. Problem, nur angedeutet, kurz gesagt, mancher Position der südamerikanischen Befreiungstheologie. Die Verschiebung, also wenn man überlegt, nur damit Sie es kurz verstehen, überlegt das also selbst ein gescheiter Mann wie der Papst Johannes Paul II. Auf der Bischofskonferenz in Medellin in Südamerika über das Problem der Armut gesagt hat, dass die Menschen dort froh sein sollen, dass sie arm sind, weil sie dann weniger an der Welt hängen. Das muss man sich doch alles gut durch den Kopf gehen lassen, wenn man weiß, was dort Armut ist. Wie dem auch sei, ich will da auch nicht jetzt links-rechts Stellung beziehen, dies aber ist eben für denjenigen, der den Glauben an Gott verweigern will, aus seinem eigenen Urteilsvermögen heraus, nicht mehr oder nur noch schwer nachvollziehbar, eher nicht mehr. Denn nochmals, wenn es zum Ausgleich der Gerechtigkeit kommt, dann hätte sozusagen der antike und mittelalterliche Menschen, warum nicht jetzt gleich?
Das sagt der Moderne, wenn er etwas nachdenkt, nicht mehr, sondern er sagt, dann kann der ja gerne kommen. Aber ich verhalte mich so, ich brauche ihn nicht, ich verhalte mich so, als ob dieser Ausgleich der Gerechtigkeit durch uns selbst hier nach Möglichkeit und so bald wie möglich durchgeführt werden könne. Anders ausgedrückt, aus der Herausforderung Gott kann nicht sein, des klassischen Atheismus, wird im neuzeitlichen Atheismus der Gedanke Gott braucht nicht sein. Ich brauche ihn nicht. Ich brauche ihn nicht für ein gelingendes Leben. Ich brauche ihn nicht für Liebesbeziehungen und Freundschaften unter Menschen. Ich brauche ihn nicht für die Ethik, sonst würde der Theravada-Buddhismus und Ähnliches ja ethisch scheitern, was alles andere als dieses ist der Fall. Ich brauche ihn also überhaupt nicht zur Begründung, den Gedanken von der Existenz Gottes, einer normativ uns bestimmenden Welt. Atheismus. Und schlussendlich, der Gedanke, dass dieser Gott für uns dienlich oder notwendig sei, scheitert ein wenig auch, immer noch Atheismus, an den Überlegungen, dass dieser Herr aller Universen in seiner unendlichen Erhabenheit sich uns in verständlicher Weise überhaupt zeiget. Wenn also, wiederum das Sartre und die Folgen und auch Camus, wenn also es einen solchen Gott gäbe, und er gewollt hätte, dass wir von ihm Kenntnis nehmen, warum nicht so, dass wir wirklich von ihm wissensmäßig Kenntnis nehmen können? Denn alles, was man sozusagen zur Erklärung bisher oder wo man zur Erklärung bisher den Begriff Gottes einführte, kann man letztlich mit moderner Wissenschaft auch ohne diesen Begriff erklären. Laplace und die Folgen. Die moderne Form des Abendlandes, das muss man einschränken, aber das habe ich ja selbstverständlich vorausgesetzt, dass wir über das Abendland reden, jetzt nicht, was in Südindien gerade oder in hinteren China geschieht. Die moderne Form des abendländischen Atheismus, nochmals gesagt, läuft auf den Gedanken heraus, nicht Gott kann nicht sein, dazu nehme ich gleich was, sondern ich brauche ihn nicht. Er ist überflüssig für die Erklärung der Welt, er ist überflüssig für meine Erfahrungen, überflüssig für meine Existenz. Er antwortet nicht, wenn ich ihn brauche, aber es antworten mir Menschen. Wenn es mir schlecht geht, gibt es Menschen, die nach meiner Hand greifen, wenn ich Freunde und Freundinnen habe. Es gibt Menschen, die um mich sind. Wir sind eine menschliche Gemeinschaft. Gerade weil wir Gott nicht brauchen, immer noch Atheismus notabene, rücken wir näher zusammen. Das heißt, die Menschlichkeit lebt sich erst dann ihrer eigenen Bestimmung nach aus, nämlich als menschliche Gemeinschaft, wenn ich die Existenz Gottes für überflüssig erkläre. Weil dann müssen wir was miteinander tun. Jetzt kann man sagen, auch nach meiner Vorgabe habe ich noch etwa 7 Minuten hier Zeit. Damit ist das ja alles überzeugend gesagt. Ich wollte Ihnen nur sozusagen zeigen, was der moderne Atheismus eigentlich ist und warum er auch so faszinierend ist. Das andere kann man nicht beweisen. Da kann man schlecht was sagen, weil man kann sagen, ja gut, ich habe Gott erfahren, also ich übrigens nicht, aber jetzt mal rhetorisch nur gesagt, ich habe ihn erfahren oder so, ist ja alles sehr schön, aber nicht kommunikabel. Aber wenn einer krank ist und es kommt einer und fasst die Hand am Bett, das kann ich erfahren und logisch begründen. Und muss ich nicht sozusagen irgendwas da im Jenseits konstruieren oder irgend sowas. Die Überflüssigkeit Gottes ist die Begründung des, also neben manchen anderen sehr schwachen Begründungen natürlich, ist die Hauptbegründung des neuzeitlichen Atheismus. Nun könnte man also als Vertreter einer Religion, wie auch immer, sagen, das denken die sich halt so, ich aber und so weiter. So einfach ist es nun nicht. Ich mache 3 Bemerkungen. Erstens. Der klassische Vorwurf, den man bis heute noch hört, und also noch, aber nicht von denen, die wirklich da was leisten beim Atheismus, noch hört, ist die Rede von dem Gegensatz, also Leid in der Welt und umgekehrt die unendliche Güte Gottes, das ginge logisch nicht auf. Das ist logisch kein Problem. Wenn Gott, erstaunlicherweise, wenn Gott derjenige ist, über den hinaus nichts Größeres gedacht werden kann, der so unbegrenzt alles kann,
dann bewährt er die Fülle seiner Fähigkeiten. Das heißt, er nimmt immer das Extreme als Anfang dessen, was er eigentlich leistet. Was wir für Gegensatz oder Extrem halten, ist der einfachste Anfang bei ihm. Anders ausgedrückt, wenn alles leidfrei und gut wäre, würde Gott eine Fähigkeit nicht benutzen, die er aber hat, nämlich aus Schlechtem Gutes zu machen. Aus Schlechtem Gutes zu machen ist aber mehr als Gutes gut zu belassen, logischerweise ist eine Fähigkeit mehr. Da Gott derjenige ist, der die Fülle aller Fähigkeiten hat, muss er auch aus Leid und Schlechtem Gutes und Leidfreies machen können. Und da diese Fähigkeiten bewährt, tut das auch. Daher ist rein logisch, also das habe ich jetzt etwas absichtlich schnell gemacht, aber ich sage es Ihnen einfach so, rein logisch das Problem dieses Gegensatzes leicht zu lösen, aber nicht erfahrungsmäßig. Denn indem ich es ihn logisch löse, sterben die kleinen Kinder an Tumoren nach wie vor und Kriege gibt's etc. Die logische Lösung ist keine existenziale. Die existenziale Lösung ist aber auch für die Religion und Theologie eigentlich nicht denkbar. Das ist sozusagen, wie der Karl Rahner gesagt hat, die dunkle Seite, also unsere unzugängliche Seite Gottes, das ist wie Gottes Geheimnis selber. Und zwar deshalb nicht lösbar, weil wäre sie lösbar, also wäre auch existenzial lösbar, das Problem aller Leiden, aller Schlechtigkeit, allen Leidens etc., wäre das existenzial lösbar, gäbe es für uns keinen Appell zur zwischenmenschlichen Zuwendung mehr. Also wenn ich, das mache ich ganz kurz nur, wenn ich ein klassisches indisches Alternativmodell nehme, nämlich die Karma-Lehre und alles, was damit verbunden ist, dann hat der Leidende letztlich immer sein Leiden selbst verschuldet. Deswegen ist die soziale Zuwendung zu ihm eigentlich unsinnig. Und in der Tat war das in der klassischen indischen Religiosität dieser Schulen und ist es bis heute so. Deswegen ist die Mutter Teresa in Kalkutta weitgehend Unverständnis begegnet in der indischen Tradition. Mit anderen Worten, die existenziale Unlösbarkeit des sogenannten Theodizee-Problems ist ein Appell an die Praxis, und zwar an die religiöse Praxis. Die nämlich, diese Praxis kann man dann nur noch rechtfertigen, wenn man auf eine Macht, wie die absolut gut ist und die uns diesen Appell sozusagen zuwirft, verweisen kann. Und so wird Gott in der Tat wieder zu einem Postulat der Vernunft, aber nicht zum Ausgleich der Gerechtigkeit, sondern zum Appell an die zwischenmenschliche Zuwendung, Solidarität, Subsidiarität etc. Deswegen ist der Begriff Gottes keineswegs bewiesen, keineswegs etwa deduzierbar. Aber es gibt einen guten Grund deshalb, ihn annehmen zu wollen. Ihn annehmen zu wollen. Und wiederum ist dann, wenn ich es bin, der diesen Gottesbegriff annehmen will, die Versöhnung mit dem neueren Wissenschaftsbegriff geleistet. Ich urteile, dass ich die Existenz Gottes annehmen will, weil ich daraus wegen der unendlichen Güte und Zuwendung im christlichen Gott ohnehin durch die Geschichte Jesu Christi hier, weil ich darin ein Beispiel und einen Appell für zwischenmenschliche Zuwendung sehe, der ansonsten eigentlich nicht oder nur schwer begründbar ist. Keineswegs wird damit, wie manche sagen, die Religion auf die Ethik reduziert, sondern die Ethik wird auf die Religion bezogen. Die Vorstellung von Gott verwirklicht sich in diesem Falle auch innerhalb der christlichen und modernen christlichen Theologie in einer Art anthropologischer Wende, nämlich auf das Zueinander und Miteinander der Menschen selbst. Was wir eben uns aneinander tun, theologisch gesagt, da ist ein anderer dabei. Wenn zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, bin ich mitten unter ihnen. Die zwischenmenschliche Zuwendung, also Solidarität, Zuwendung, Hilfe in jeder Hinsicht, ist schwer begründbar gegen das, was im Atheismus gesagt wird, gegen die Einrede, also schwer begründbar gegen die Einrede, Gott gibt es nicht. Denn wenn es ihn nicht gibt,
dann ist die von den atheistischen Überlegungen ebenfalls geforderte Zuwendung der Menschen untereinander, also Gott steht uns dann im Weg, letztlich gar nicht begründbar. Warum soll ich das tun? Warum soll ich ihnen helfen? Dann schaue ich, dass ich hier, also höchstens als Duodes, also im Sinne einer menschlichen Konvention, aber doch nicht in einer freien und unverschuldeten Zuwendung. Mit anderen Worten, menschliche Tugenden, ja geradezu Inbegriff von Menschlichkeit, nämlich über das hinaus, was geschuldet ist, sich einander zuzuwenden. Das Überbordende etwa der Ethik Jesu, das gäbe es alles nicht mehr begründet. Das ist nicht eine Vertröstung auf jenseitige Hoffnung, sondern eine Feststellung an uns selbst. In diesem Leben hier, die Religion ist für dieses Leben da. Im Judentum heißt es sehr schön, die Tora ist ein Buch des Lebens und nicht des Todes. Und genauso sind die Evangelien Bücher des Lebens, genauso natürlich auch der Koran. Für uns und jetzt und hier ist die Religion da und nicht aufs Jenseits verweisend. Und weil wir dort vielleicht, und so wie es in Beerdigungsriten immer wieder zu hören ist, uns wiederfinden oder Ähnliches. Das mag ja ganz schön sein, je nachdem, wen man da wiederfindet, aber die Religion ist eigentlich für uns und hier da, für jetzt. Und im Grunde, nochmals, ist das Postulat der liebenden und uns sich zuwendenden Existenz Gottes als Vorbild für menschliche Handlungen immerhin sinnvoller als der Gedanke, ihn wegzulassen. Denn wenn ich ihn weglasse, fehlt dieses Vorbild. Es gibt eigentlich keinen Grund, außer zwischenmenschliche Konventionen. Also eben, dass es funktioniert, aber nicht die überbordende Liebe und Hinwendung des Menschen zu Menschen, wie sie in der Religion, und zwar in allen monotheistischen Religionen, gleichermaßen gefordert wird. Meine Damen und Herren, das war ein ganz kurzer Abriss des geforderten und eingeforderten Themas, aber was ich auch gerne. Ich fasse es mit ganz wenigen Worten zusammen, in 2 Minuten maximal, nämlich nochmals, der moderne, neuzeitliche moderne Atheismus unterscheidet sich fundamental von überkommenen und anderen Formen. Er bestreitet nicht die Existenz Gottes, weil sie erfahrungsmäßig oder logisch unmöglich sei, sondern er kümmert sich nicht um die Existenz Gottes, weil die Vorstellung von Gott überflüssig sei. Dazu lässt sich, ganz kurz nur, von Seiten sozusagen der Religion, und zwar in dem Fall jüdischer, christlicher und islamischer Religion, sagen, die geforderte, auch vom Atheisten geforderte, Zuwendung des Menschen zum Menschen ist immerhin sinnvoller begründbar durch ein Beispiel oder eine Forderung, einen Appell einer Institution, selbst wenn sie nur erdacht wäre, Gott genannt, weil sie damit einen Appell und ein normatives Vorbild für die Menschen selber gibt. Das heißt, die Vorstellung von Gott ist nicht vollkommen überflüssig, nämlich deswegen nicht, weil sie uns ein Vorbild gibt. Die Imitatio Christi ermöglicht im Christentum, im Judentum gar die Imitatio Dei und im Islam das Nachahmen der Praxis des Propheten. Die Zuwendung, also im Selbstverständnis jeweils, die Zuwendung der Menschen untereinander. Wir werden in Kürze sehen, wer Recht hat.